Moin moin und herzlich willkommen. Wir stehen hier in Jever vorm Waldschlösschen und hier wird ein ganz aktuelles Thema aufgegriffen. Heute ist 1.9. Weltfriedenstag und hier findet ein Festival für Toleranz und Vielfalt statt. Neben mir steht ein Teil von dem Organisationsteam, einmal Herr Peters und Herr Wilbers. Ja, und ich glaube, Sie können mir vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. Erstmal, was findet hier genau heute statt? Heute findet hier ein Kultur- und Musikfestival statt. Friesland, buntes Friesland offen, das Grenzenlos-Festival, das erste Grenzenlos-Festival. Heute ist auch der Weltfriedenstag, Tag des Überfalls von Deutschland auf Polen. Und der Sinn dieses Festivals ist, dass wir uns treffen und ein Statement für Frieden und für eine tolerante Gesellschaft abgeben. Und wir heißen in dem Fall das Gröschler Haus Jever und eine ganze Reihe von Verbündeten in diesem Fall. Was passiert denn hier heute? Wer tritt auf? Es treten insgesamt 6 verschiedene Bands auf. Von einer Band, die von Sinti, aus Sintis besteht, die eine Swing-Musik macht aus Oldenburg, über eine Gruppe aus Albanien, die Jam Junkies, dann einige bekannte Bands hier aus unserer Region, unter anderem Maddox, die ersatzweise für Lost Lines eingesprungen sind, dann die Greasetime Blues Band und auch Hellhead und nicht zu vergessen Iko André. Und mit Balmann und Eckart Hayes als Trio, die ja unsere Sachbank vom Gröschler Haus schon seit Jahr und Tag unterstützen. Und die dürfen natürlich heute nicht fehlen. Das stimmt. Sie haben es gerade schon erwähnt. Es sind also viele Organisatoren, die dabei sind. Mögen Sie mal Namen nennen? Ja, zum Beispiel die Integrationslotsen aus Jever. Ah. Auch aus Schortens ist angekündigt. Dann ist dabei das Jugendparlament Friesland. Mhm. Wir haben Kontakte auch zum Mariengymnasium, also auch zu einzelnen Schulen. Und Helmut, du kannst sicherlich noch den einen oder anderen auch nennen. Ja, das Jugendhaus ist dabei. Ne? Wir machen unter anderem ein Entertainment hier auch zur Unterhaltung für die Kinder und dergleichen mehr. Dann haben wir natürlich aus unserem Freundeskreis den einen oder anderen gewinnen können für die Security beispielsweise. Denn wir wissen ja, dass solche Veranstaltungen auch gerne im Fokus von rechten Menschen sind. Und da sind wir sehr wachsam und wissen uns auch zu wehren. Zumal wir erst leider vor wenigen Wochen einen Übergriff auf unsere Zedler Freunde der Sinti erleben mussten. So, neben mir steht die Band Sinti Swing Oldenburg. Ihr eröffnet gleich das Festival. Genau. Sagt mir eure Namen. Wie heißt ihr? Ich bin der Patrick Schwarz. Manolito Steinbach. Roman Pokuta. Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich habe ein paar Fragen. Sinti Swing. Wie kommt ihr auf den Begriff Sinti? Was hat das für einen Hintergrund? Das Wort passt zu uns, weil wir Sinti sind. Okay. Weil wir aus Indien kommen, aus der Provinz oder dem Ort Sindh. Und daher der Name Sint. Und Sinti und Swing ist halt Swing. Also der Begriff hier, also das ist der Unterbegriff von Jazz. Und wo kommt ihr jetzt her? Ihr kommt jetzt ja nicht aus Indien, sondern ihr wohnt wo? Wir sind gebürtige Oldenburger. Ist ja gar nicht so weit weg. Ne, das stimmt. Also wir sind schon immer und ewig seit, ich sag mal, der Sinto jetzt generell ist seit 1500 das erste Mal in Deutschland. Mhm. Wie Manolito schon sagte, wir sind aus Südwestindien ausgewandert damals und 1500 war der Sinto das erste Mal hier in Deutschland. Und wir sind halt in Oldenburg alle geboren und vierte, fünfte Generation, die stammen ursprünglich aus Südwestindien, aber wir sind reinweg alle Oldenburger. Mhm. Und wie lange macht ihr diese Band schon? Also ich führe die Kapelle Sinti Swing Oldenburg schon die vierte Generation. Oh. Das ist die Kapelle Sinti Swing Oldenburg. Manolito ist eigentlich nicht von der Sinti Swing Kapelle. Der hilft uns heute aus, da unser Gitarrist nicht kann. Manolito ist eigentlich von der Band Chapu Manouche aus Oldenburg. Da gibt es noch eine Sinti Kapelle in Oldenburg. Die besteht aus seiner Kapelle von Manolito und wie gesagt, die heißt Chapu Manouche. Und er ist heute unser Gastmusiker sozusagen und hilft uns da tatkräftig aus.
3 Jahren hat sich ja die Situation sehr, sehr deutlich verändert. Wir haben eine Renationalisierung, der Rassismus ist wieder auf der Straße und auch die bestimmte Politiker der etablierten Parteien der bürgerlichen Mitte hängen, also ihre Fahnen in diesem braunen Mief. Und wir sind dann zu dem Gedanken gekommen, das ist gar nicht retro, sondern das ist hochaktuell. Und ich glaube, man muss jetzt nur sagen Chemnitz, dann weiß jeder, woran wir sind. Und wir sind eigentlich mehr, wenn ich das mal so sagen darf, als die Paar. Wir machen jetzt unser eigenes Ding. Und ehrlich gesagt, ich finde das richtig klasse. Wir müssen einfach mal Flagge zeigen, dass wir alle herzlich willkommen heißen hier. Vielen Dank. Für uns ist es eben auch wichtig, dass wir als Gröschlerhaus auch uns anderen Formaten öffnen, weil wir auch die Jugend für unsere Arbeit interessieren wollen. Genau. Für die antirassistische Arbeit allemal. Das, was Hartmut gerade als Statement gegeben hat, unterstreicht das ja einmal mehr. Und Musik ist immer ein guter Mittler. Wir wollen mit Kultur Politik machen oder die Politik beeinflussen. Das ist unser Vorhaben. Ja. Vielen Dank. Viel, viel Erfolg dafür. Dankeschön. Dankeschön. Also ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder dabei seid und ich glaube, jeder kennt euch und wird euch kennenlernen. Oh, hey ho, oh, hey ho, oh, ho, oh, ho, oh, ho. Oh. Die schwarze Flagge weht im Wind, der Totenkopf über uns. Wir sind der Schrecken, sind der Tod. Auf jedem Meer. Durch Spaß, geile Musik. Glück und Spaß, geile Musik. I'm crazy.
tolles Liebeslied. Dankeschön. Reese Time Blues Band. Ein Applaus. Dass hier noch über Tag immer laufendes Publikum war. Schön ist es eigentlich auch, dass wir jetzt Guantanamo Express spielen und keinen irgendwie in die Richtung bringen müssen, weil hier alles anständige Leute sind. Besonderes Dankeschön an alle, die hier seit Wochen, Monaten mit geplant und organisiert haben und für Sound, Licht verantwortlich waren, für die Gastronomie hier, für die Ausstellungen, die heute hier zu sehen waren. Wir hatten super gute Verbindung zum Wettergott. Heute hat es nicht geregnet, heute Morgen sah es ja mal schlechter aus. Also wirklich an alle ein herzliches, ja, einen dicken Applaus nochmal. An alle, die daran beteiligt waren, ich fand, das war ein geiler Tag und ich habe zwischendurch auch echt viel mitgekriegt. So, es wurde echt miteinander geschnackt, es wurde sich ausgetauscht. Heute Nachmittag waren ja auch noch die Integrationslotsen hier, die dazu auch nochmal im offenen Dialog beigetragen haben. Und ich denke, das sind Zeichen, die man setzen muss und nicht Kundgebungen auf der Straße wie letzte Woche. Ist vielleicht schon langsam totgeritten, das Beispiel, aber wie in Chemnitz. Das ist keine Möglichkeit. Sowas wie heute ist eine Möglichkeit. Zusammen ineinander, miteinander in Kontakt kommen. Drüber schnacken. Gucken, wo steht der andere, wo stehe ich, wie kommt man irgendwie zusammen. So, und deswegen Dankeschön, wir sind mächtig stolz, dass wir heute hier spielen dürfen. Dankeschön. Wir sind viele.